Wie mache ich das? Machen wir es so. Errichten hier drei Getreidescheunen. Schließen das Ganze hier an. Dann brauchen wir noch einen Bauernhof. Machen wir den hier hin. Mit Windmühlen. So. Und natürlich ein Lagerhaus. Für die Versorgung. So, der Bauernhof ist ein neues Basisgebäude. Gucken wir uns das Ganze mal an. Der Bauernhof kann um eine Windmühle und eine Getreidescheune erweitert werden. Dieser Hof mit seinen Arbeitsgebäuden erzeugt Mehl. Errichtet in der Nähe ein Lagerhaus, um die Effizienz zu steigern. Für Getreidefelder wird viel freie Fläche benötigt. Gut, die Bauernhöfe sind schon fertig. Jetzt werden die Getreidescheunen erstmal errichtet. Und ja, das ist halt auch so die Sache. Die meisten... Also die drei Hauptgebäude, sage ich jetzt mal, erzeugen jeweils nur einen Bevölkerungspunkt. Das Wohnhaus erzeugt vier, also die vierfache Menge. Deswegen ist es meistens gut, weil seine Bevölkerung über das Ding zu erweitern. Zumal es auch nicht gerade teurer ist als eine Berghütte zum Beispiel. Ja. Getreidescheune ist klar. Wunderbar, ihr habt euch erfolgreich um Mehlgewinnung gekümmert. Um nun Brot zu backen, fehlt nur noch eine Bäckerei. Ja, so backt man Brot. Brot zählt als einfache Verpflegungseinheit. Einfache Verpflegung ist grundlegend für die Wirtschaft. Sie ist für den Unterhalt bestimmter Arbeitsgebäude sowie das Anwerben von Soldaten unerlässlich. Eine Bäckerei kann an ein Wohnhaus angebaut werden. Klickt auf ein Wohnhaus. Klickt auf ein an ein Wohnhaus grenzendes Arbeitsgebäude und wählt die Bäckerei. Da würde ich eigentlich am liebsten hier noch ein Wohnhaus errichten, dass die Bäcker es näher haben. Das machen wir auch. Währenddessen gucken wir uns mal die Bäckerei an. Die Bäckerei ist das Arbeitsgebäude in einem Wohnhaus angeschlossen. Ja, sieht man hier zwei Bäckereien. Der Bäcker benötigt Mehl aus der Windmühle, um Brot zu backen. Errichtet in der Nähe Lagerhäuser, um den Transport zu beschleunigen. Jo. Ja, unsere Träger liefern bereits Werkzeuge und alles aus. Während der Müller hier kein Mehl hat gerade. Ah, aber unsere Farmer sind schon groß am Weizen machen. Ja, eigentlich ist das mit der dritten Mühle Overkill gewesen. Hervorragend! Ab sofort seid ihr in der Lage, Brot zu backen. Euer General erwartet eure Befehle bei eurem Schloss. Doch er alleine ist nicht stark genug, um Ramirez Außenposten anzugreifen. Feuert mit Hilfe von Brot Söldner in meiner Taverne an, um euren General zu unterstützen. Ich spendiere die notwendigen Münzen dafür.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zum ersten militärischen Schritt. Beginner können in der Taverne angehört werden. Verstärke eure Armee mit ihnen, um Sektoren erobern zu können. Klickt auf das Kriegsführungssymbol, um die Kriegsführungstafel einzublenden. Alternativ könnt ihr auch den General auf der Karte anklicken, um die Tafel aufzurufen. Über Generäle. Generäle werden mit einem Symbol gekennzeichnet, das der Farbe des Spielers entspricht. Die Zahl auf dem Generalsymbol zeigt die Anzahl der Soldaten in seiner Armee, also im Augenblick 2. Die Zahl der Soldaten ist normalerweise auf 35 begrenzt. Bewegt den Cursor über das Generalsymbol, um eine kleine Statistik über eure Armee zu erhalten. Ihr könnt für euren General spezielle Fähigkeiten erlangen, die ihm im Nahkampf, im Fernkampf, bei Belagerung oder bei Angriffen aller Art stärken. Diese werden dem Generalsymbol beigefügt. Ja, unser augenblicklicher General. Ihr solltet über mehr Soldaten als der Verteidiger verfügen. Ist Eberhard der Einfache, ein einfacher General ohne besondere Fähigkeiten. Ihr habt den Kriegsführungsmodus gewechselt. Klickt auf einen befreundeten oder angrenzenden feindlichen Sektor, um den ausgewählten General dorthin zu schicken. Klickt mit der rechten Maustaste, um den Kriegsführungsmodus zu verlassen. Soldaten. Ihr könnt Soldaten in der Taverne anwerben. Mit einem Klick auf die Taverne gelangt ihr dorthin. Mit einem Linksklick auf die Plus-Schaltfläche könnt ihr einen Pikinier rekrutieren. Über die Minus-Schaltfläche könnt ihr eine Rekrutierung rückgängig machen. Die Zahl zeigt, wie viele Pikiniere ihr angeworben habt. Ja, neben der Taverne befindet sich das Generalsmenü. Alle rekrutierten Soldaten werden dem derzeit ausgewählten General unterstellt. So, greift mal Außenposten an. Klickt auf das Kriegsführungssymbol und wählt den General, den ihr befähigen möchtet, oder klickt auf sein Symbol auf der Karte. Verlasst den Kriegsführungsmodus, indem ihr das Fenster mit einem Rechtsklick oder über die Schließenschaltfläche schließt. Nachdem ein General im Kriegsführungsmodus ausgewählt wurde, klickt auf den Sektor, den ihr anzugreifen wünscht. Ja, das ist alles selbstverständlich. So, der Gegner hat 3 Soldaten. Wir haben schon 9 Brot. Also sollten wir auf Nummer sicher gehen und gleich mal 6 Soldaten anfordern. Ja, in der Taverne werden halt Soldaten als Söldner angeheuert. Hauptsächlich Pikiniere und Musketiere. In der Mission jetzt nur Pikiniere. Und jeder Pikinier kostet halt 3 Goldmünzen und eine einfache Verpflegung. Also wie man sehen kann, entweder Brot oder Fisch. Ja, wenn dieses Brummgeräusch kommt, heißt das, wir kriegen eine neue Einheit. Und wir müssen was gegen die Überbevölkerung tun. Das heißt, es wird noch ein Haus gebraucht. So, wenn von irgendwelchen Ressourcen zu viel in einem Lager sind, wie zum Beispiel jetzt Steine und Holz, dann werden sie peu à peu ins Hauptlager halt transportiert. Ja, die Mühle könnten wir theoretisch abreißen, weil 3 Bauernhöfe produzieren nicht genug für so viele Mühlen. Dafür produzieren halt die 2 Mühlen genug für die Anzahl an Bäckereien. So, wir haben jetzt 8 Soldaten. Warten wir, bis sie angekommen sind. Und dann können wir, wie er gesagt hat, über den Kriegsführungsbutton sagen, welchen Sektor wir angreifen wollen. Und dann kommt unsere Armee schon anmarschiert. Angeführt von einem General. Und ja, wie auch in Siedler 1 und 2 haben wir jetzt keine wirkliche Kontrolle über unsere Einheiten. Wir sagen einfach nur, was wir angreifen wollen und sie greifen es an. Wie sie das dann machen, das liegt komplett an ihnen. Nur, dass wir halt im Gegensatz zu Siedler 1 und 2 keine
Militärgebäude haben, die mit Soldaten vollgestopft sind, sondern Armeen haben, die von einem General geführt werden. Ja, zum Glück haben wir uns eine große Truppe ausgewählt, weil wir haben schon den ersten Mann verloren. Ja, zwei Leute haben wir verloren, der Gegner drei. Und ja, Generäle ziehen sich grundsätzlich zurück, wenn sie ihre Truppen verlieren. Sie sterben also nicht. Dafür wird jetzt der Außenposten erobert. Mit dem Erobern dieses Außenpostens haben wir sogar schon die erste Mission geschafft. Ja, mit wenn man sich überlegt, wie lahm unser Dorf am Anfang aussah, unsere Stadt, und wie wuselig sie jetzt schon ist, für die erste Stadt, finde ich das sehr cool eigentlich. Es wird natürlich noch viel wuseliger, je mehr Gebäude wir haben und je mehr Möglichkeiten. Und auch wenn wir dann die drei verschiedenen Zweige, die es in Siedler 7 gibt, um ans Ziel zu kommen, dann kennenlernen. Dieser Sieg soll euch gehören. Doch beim nächsten Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Ja, zurück zum Mickenden Eber. Gut gemacht, Prinzessin. Eure ersten Truppen sind unter Vertrag. Und eure Demonstration militärischer Geschicklichkeit war auch äußerst beeindruckend. Das wird Ramirez eine Lehre sein. Wogegen setzen sich Ramirez und Lord Wolvering eigentlich zur Wehr? Die beiden sind ruchlose Banditen, die nichts anderes wollen, als Tandrien dem Volk zu entreißen. Sie waren es, die unseren geliebten König Baldarus vertrieben haben. Ich dachte, König Baldarus wäre ein Tyrann, der rücksichtslos zu seinem Volk war. Glaubt solche Lügen nicht. Seine Majestät war weise und gütig. Er wurde lediglich falsch verstanden. Ihr wart siegreich. Ja, wir haben 100 Münzen gekriegt als Belohnung. Und können die Kampagne fortsetzen. Gehen wir gleich in die nächste Mission, würde ich sagen. So, Einzug der Kriegsherren. Brehm, eine kleine Ansiedlung mit reichem Fischgrün und Steinvorkommen, jedoch ohne sonstige Rohstoffe. Folglich werdet ihr euer Königreich ausdehnen und Brehm in eine mächtige, florierende Stadt verwandeln müssen, wollt ihr Ramirez besiegen. Da er den Sieg nicht erzwingen konnte, beschloss Ramirez, ihn zu kaufen. Ja, und der Text hier unten ist derselbe wie den ich gerade vorgelesen habe. Es ist weder ich gegen Ramirez, weder Sieg durch Questliste, also wir sind immer noch im Tutorial, wie gesagt. Und kriegen erstmal ein schönes Leuchtfeuer zu sehen. Brehm. Ja, wieder sehr karg. Und der hinkende Eber wandert lustigerweise mit uns mit. Die Taverne. Prinzessin, Gerüchte sagen, Ramirez erschließe eine Goldmine im Norden. Stimmt das? Wird er eine Armee anheuern und angreifen? Wir müssen ihn aufhalten. Ihr erwägt einen weiteren Angriff? Ich fürchte, das ist unsere einzige Option. Können wir denn nicht lieber verhandeln? Krieg, Prinzessin, ist verhandeln. Ihr klingt schon langsam wie mein Vater.
Krieg ist eine besondere Art von Verhandeln, oder? Ramiras Schloss. Prinzessin Zoe, kehrt um! Nichts als Verderben erwartet euch hier! Dieses Land ist mein! Ach ja, und hier stand dieses Ramires bevorzugter Ort. Also er hockt lieber in der Goldmine rum als in seinem Schloss. Nun gut, Prinzessin.